liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Therapie der gastroösophagealen Refluxkrankheit scheint aktuell ein Umdenken stattzufinden. Hatte noch die aktuell noch gültige Refluxleitlinie von 2014 der Antirefluxoperation maximal den Stellenwert einer Reservemethode zugeschrieben, so setzt sich doch jetzt zunehmend die Erkenntnis durch, dass Patienten mit Refluxkrankheit häufig unterdiagnostiziert und untertherapiert sind. Selbst bei adäquat durchgeführter, optimaler, leitliniengerechter PPI-Therapie werden die Patienten oft nicht ausreichend beschwerdefrei und erhalten keine wirklich gute Lebensqualität. Und solchen Patienten kann man potenziell mit einer Antirefluxoperation helfen. Voraussetzung dafür ist natürlich eine adäquate Funktionsdiagnostik und Beweis, dass wirklich eine Refluxkrankheit Ursache der vom Patienten geklagten Beschwerden ist. Der Kongresspräsident des diesjährigen Bayerischen Chirurgenkongress, Holger Vogelsang, hat dieser aktuellen Entwicklung Rechnung getragen und eine Sitzung für Donnerstagmorgen konzipiert, in der Diagnostik und Therapie der Refluxkrankheit umfassend aufgearbeitet werden und einen schrittweisen Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene gibt es dann am Freitagmorgen. Wir freuen uns hier auf Ihr Kommen und hoffen gemeinsam mit Ihnen, die Antirefluxbehandlung in Deutschland und Österreich weiter in die richtige Richtung entwickeln zu können. Vielen Dank.